Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem Silvestertag. Ja, das war's mit dem Wetterjahr 2023. Wir schauen auf 2024. Ja, und da wird gleich ordentlich was los sein. Neue, kräftige Regenfälle stehen uns ab Dienstag bevor. Ja, und damit bleibt auch die Hochwassersituation sehr angespannt, kann sich noch verschärfen, eventuell sogar deutlich verschärfen. Ja, also die Lage ist weiterhin sehr kritisch dort. Wir schauen auf die zu erwartenden Niederschlagsmengen. Ja, und dann zeichnet sich ab, dass sich zum nächsten Wochenende die Wetterlage umstellt. Es wird wohl kälter werden, vielleicht sogar deutlich kälter, winterlicher. Ja, auch das Thema Schnee könnte auf die Tagesordnung kommen. Es gibt natürlich noch wieder Fragezeichen, aber wir schauen da mal drauf, was da schon zu sagen ist. Denn die Tendenz geht eindeutig Richtung Winter. Ja, beginnen möchte ich das Video mal mit einem Blick auf die Temperaturen von vor genau einem Jahr. Ja, viele werden sich erinnern, Rekord-Silvester 2023, der Jahreswechsel. Ich war nicht vor Ort, ich war in der großen Kälte Nordeuropa bei fast 30 Grad weniger. Aber die hier waren, haben einen Rekord-Silvester erlebt mit bis zu 20 Grad in Süddeutschland am Silvestertag. Und auch der Jahreswechsel war rekordverdächtig mild bzw. warm. Ja, wir setzen nochmal an am heutigen Sonntag, am Silvestertag, und da ist es auch heute mild, nicht ganz so mild wie vor einem Jahr, aber wir sehen Temperaturen von vielerorts um oder knapp über 10 Grad. Dazu zieht jetzt heute Vormittag ein erster Tiefausläufer, ein Regengebiet im Westen auf. Dahinter folgen dann im Westen nachmittags, frühen Nachmittag nochmal einzelne kräftigere Schauer, einzelne kurze Gewitter sind möglich. Und dieses Regengebiet von heute Vormittag breitet sich so allmählich auch weiter unter Abschwächung nach Osten aus. Das heute Vormittag heißt das, im Osten und Südosten des Landes erstmal noch trocken, zeitweise sogar aufgeheitert. Nachmittags wird sich dann auch hier etwas zuziehen und es kann auch hier mal örtlich regnen. Insgesamt sind es aber nicht die großen Regenmengen und gerade so von der Lausitz bis ins östliche Bayern könnte es sogar komplett trocken bleiben. Etwas kräftiger regnet es dann nachmittags und abends so Richtung Oberschwaben, Allgäu und Alpenrand. Später dann auch im Rheinland ein paar Auflockerungen. Wind wird insgesamt auffrischen heute im Tagesverlauf, sind auch mal ein paar starke Böen durchaus mit dabei. Blicken wir kurz auf den Jahreswechsel nochmal. Im Westen und Nordwesten der ein oder andere Schauer mit dabei. An den Alpen nochmal örtlich Regen, höhere Lagen um 1000 Meter. In Österreich vor allen Dingen dann auch Schneefälle. Sonst verläuft die Nacht allerdings oder der Jahreswechsel doch vielerorts trocken. Insgesamt verbreitet frostfrei, nach Westen und Nordwesten hin sogar sehr mild. Insgesamt recht windig, aber kein großer Sturm. Ja, und dann sind wir ja im neuen Jahr, im Jahr 2024, und wir setzen mal an mit der Wetterlage für Dienstagabend, für den 2. Und wir sehen, wie auf einer Perlenschnur aufgegliedert Tiefdruckgebiete, die vom Atlantik bis zu uns hereinreichen. Und damit gibt es dann halt ab Dienstag neue Regenfälle, länger anhaltende Regenfälle. Ja, und die Westlage bleibt uns also erstmal erhalten und damit auch milde Luft, die zu uns strömt. Und ein Tiefdruckgebiet wird dann wahrscheinlich so Dienstagabend an der niederländischen Küste liegen und wird uns in der Nacht dann überqueren, über den Norden Deutschlands hinwegziehen und damit wird es auch dann vorübergehend nochmal stürmisch. Ja, demgegenüber sehen wir den großen Kälteblock über Nord-Nordosteuropa, über Skandinavien, über dem Nordwesten Russlands. Hier wird es richtig eisig werden. Ja, und die spannende Frage ist, ob und wann wird auch diese Kaltluft, dieser Kälteblock dann mal angezapft. Das bleibt spannend. Wir schauen drauf. Jetzt gucken wir erstmal nochmal auf die Niederschlagsmengen, nämlich für den besagten Dienstag. Da kommen jetzt auch die hochaufgelösten Modelle rein und decken diesen Tag ab. Und wir sehen kräftige Regenfälle, vor allen Dingen wieder in den klassischen Staulagen, wo auch dann nochmal ja 30 bis teilweise an die 50 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen können. Wir sehen, dass so Schwerpunkt könnte so Richtung Landesmitte und dann in den zentralen und südlichen Mittelgebirgen liegen. Im Schwarzwald werden so Mengen von über 80 Liter angedeutet. Ein bisschen fraglich ist noch, wie weit die Regenfälle oder wie kräftig es im Norden und Nordosten des Landes regnet. Das Super-HD-Modell, was wir hier sehen, hat relativ wenig Regen drin. Es gibt aber andere Wettermodelle, die haben auch mehr Regen Richtung Norden und Nordosten im Programm. Das jetzt dazu. Jetzt wollen wir noch mal uns den Sturm, den möglichen Sturm oder die Windverhältnisse in der Nacht zum Mittwoch angucken, denn das Tief zieht ja über dem Norden des Landes hinweg. Es gibt noch so ein paar unterschiedliche Schwerpunkte bei den Wettermodellen. Das ECMWF ja auch richtig mit einer schweren Sturmlage so an der niederländischen Küste. Das Icon-Wettermodell eher so ein bisschen so den Schwerpunkt auch schon zu uns bei Rhein. Also so Richtung Hohes Venn, Eifel, Rheinland. Auch hier könnte es mal Sturmböen, schwere Sturmböen geben. Es ist wohl nach jetzigem Stand nicht die große Sturmlage, aber es wird
wird halt gerade mit Höhepunkt in der Nacht zum Mittwoch wahrscheinlich dann stark windig bis stürmisch sein. Mehr dazu dann noch in den nächsten Tagen. Ja, das jetzt dazu. Jetzt wollen wir uns mal einen Trend, beziehungsweise wir schauen natürlich erstmal auf den Montag und den Dienstag nochmal. Das habe ich beinahe fast vergessen. Das können wir relativ kurz zusammenfassen, zumindest den Montag. Da wird so wechselnd bis stark bewölkt sein. Ist ja dann der Neujahrstag, also morgen. So, jetzt haben wir es auch richtig. Da wird es wechselnd bis stark bewölkt sein. Es gibt mal den einen oder anderen Schauer, aber keine großen Mengen. Gerade so wiederum von Sachsen bis nach Bayern. Da könnte es sogar ganz trocken sein. Hier auch ein paar größere Aufheiterungen, während es wahrscheinlich im Norden und Nordwesten hin auch häufig eher stark bewölkt sein. Windig, aber auch erstmal kein großer Sturm, große Regenmengen nicht. Die folgen dann aber, wie schon erwähnt, am Dienstag. Ein neuer Tiefausläufer breitet sich dann schon in den Morgenstunden von Südwesten her aus mit länger anhaltenden, kräftigen Regenfällen, die mehr und mehr nach Norden und Nordosten vorankommen. Das heißt, in den östlichen Mittelgebirgen, so oberhalb 700, 800 Meter, erstmal sogar Schnee. Das wird dann aber auch hier rasch in Regen übergehen. Schneefallgrenze wird ansteigen, aber in den Hochlagen vom Bayerischen Wald durchaus auch nochmal kräftiger Schneefall. Das Ganze, wie gesagt, kommt dann mehr und auch mehr und mehr im Norden des Landes an, wo es zuvor erstmal noch relativ kühl ist. Hier hält sich noch relative Kaltluft. Das heißt, Temperaturen hier nur so um die 4, 5 Grad, während wir sehen, im Westen und Südwesten deutlich milder. Wind wird dann auch im Tagesverlauf wieder auffrischen. Wie gesagt, Höhepunkt eines möglichen Sturms dann in der Nacht zum Mittwoch. Jetzt gucken wir nochmal auf einen Trend dann schon für Mittwoch bis Freitag. Ja, es gibt wohl weitere Regenfälle. Das heißt, wir sehen das hier mal gerade so Mittwoch, Donnerstag mitunter immer noch mal kräftigere Regenfälle, vor allen Dingen so in den Staulagen. Insgesamt wird es ein bisschen weniger werden Richtung Donnerstag, Freitag. Aber das heißt natürlich so jeder Liter, der noch mal fällt. Die Flüsse, wir wissen das alle, die Flüsse sind voll, die Deiche aufgeweicht. Also die Lage bleibt weiterhin sehr kritisch in den Hochwassergebieten. Wir gucken gleich noch mal auf die Mengen dann bis Ende der Woche. Das heißt, spannend bleibt es vor allen Dingen, ob dann vielleicht schon mal von dem Kälteblock über Nord-Nordosteuropa schon mal Kaltluft in den Nordosten einfließen kann. Das sehen die Wettermodelle noch unterschiedlich. Könnte durchaus sein, dass wir so und so Richtung Donnerstag, Freitag im Nordosten nur noch so bei Temperaturen um oder knapp über 0 Grad bewegen. Kann aber auch sein, andere Wettermodelle lassen hier noch die mildere Luft dominieren. Die wird sowieso erstmal in großen Landesteilen noch vorherrschen. Es bleibt halt unbeständig wechselhaft mit weiteren Schauern, die durchziehen. Wir sehen aber so allmählich dann einen Temperaturrückgang, vor allen Dingen dann schon mal Richtung Freitag. Ja, jetzt gucken wir nochmal auf die zu erwartenden Niederschlagsmengen. Jetzt nochmal bis Donnerstagabend, da ist dann der größte Schub an Regen wohl durch. Zwei Wettermodelle, die relativ ähnlich sind. Wiederum liegt der Schwerpunkt natürlich in den klassischen Staulagen, wo wir erkennen, dass es dann vor allen Dingen wiederum Sauerland, Bergisches, aber auch in den übrigen Mittelgebirgen weiterhin oder bis dahin zu Mengen von 50 bis örtlich auch um die 100 Liter pro Quadratmeter kommen kann. Zum Beispiel so für Meinerzhagen, diese klassische Staulage im Bergischen, werden rund 100 Liter berechnet. Das ist noch mal viel Wasser, was dann auch wahrscheinlich komplett in die Flüsse gehen wird, denn wir bleiben ja in der milden Witterung. Das heißt, selbst in den Hochlagen ist nur vorübergehend mal die feste, die Schneephase mit dabei. Wir sehen allerdings auch hier nach Niedersachsen, wo die Hochwasserlage ja immer noch am kritischsten, am angespanntesten ist, dass auch hier nochmal so 30 bis 40 Liter zusammenkommen können. Also das wird auch weiterhin hier noch nass werden. Insgesamt etwas weniger Regen im bayerischen Voralpenland und tendenziell auch so ein bisschen nach Nordosten und Osten des Landes. Ja, dann wird sich die Wetterlage wohl umstellen. Es wird kälter werden. Es bleibt allerdings spannend, wie schnell und wie kalt es dann schon so Richtung nächsten Wochenende wird. Wir gucken hier mal auf zwei Wettermodelle mit der Höchsttemperatur für den nächsten Samstag. Und wir sehen beim ECMWF, ja, da wird schon richtig kalt, dauerfrostig im Norden und Osten des Landes. Da würde uns die richtige Kaltluft, die Eisluft aus Nordosteuropa erreichen. Das GFS-Modell, ja, auch einen leichten Temperaturrückgang, nicht mehr ganz so mild, aber eher bei der nasskalten Fraktion. Da wäre es erstmal noch nichts mit Wintertemperaturen. Und das Ganze hängt natürlich mit der Wetterlage zusammen, die uns die sich einstellen könnte. Das ECMWF dann zum nächsten Sonntag, zum 1. Januar Sonntag, mit einer ausgeprägten Hochdruckzone. Da würde ein Hoch so auf dem Atlantik bei den britischen Inseln Kontakt aufnehmen, in Verbindung stehen mit dem Kälte hoch über Nordosteuropa und damit würde uns mit nordöstlicher Strömung halt diese eisige, kalte Polarluft fluten.
Das wäre die eine Situation. Das GFS hat es halt noch nicht ganz so offensiv drin. Das hat ja dieses Hoch über Nordosteuropa noch so ein bisschen abgetrennt, noch keine Verbindung aufnehmend zu diesem Hoch bei den britischen Inseln, das sich aber auch hiernach bis in den Raum Island, bis nach Grönland ausweiten könnte und damit halt den Atlantik auch abriegeln könnte. Hiernach müsste aber erstmal noch so ein Tief vom Nordmeer, von Spitzbergen nochmal zu uns durchziehen. Dahinter könnte dann uns dann auch richtige Polarluft erreichen. Spannende Frage im weiteren Verlauf wird halt sein, wo wird sich dieses Hoch platzieren? Es besteht halt immer noch die Möglichkeit, dass das Hoch so ein bisschen westlich von uns liegt und dass dann um dieses Hoch herum, besonders in den Westen und Nordwesten, schon wieder etwas mildere Luft geführt wird und dass es hier also gar nicht so kalt wird. Das ist die spannende Frage. Sollte sich das Hoch aber direkt über uns liegen, dann Richtung übernächste Woche und vorher richtige Polarluft, eisige Luft aus Nordosten einfließen, dann wird es richtig hochwinterlich, richtig eisig werden, wenn dann sogar Schnee mit dabei ist, auch durchaus mit Potenzial für strengen Frost und Dauerfrost. Ja, das Thema Schnee, auch eine Möglichkeit natürlich dann ab dem Wochenende und wir schauen mal auf zwei Wettermodelle. Wir sehen erstmal relativ deutlich, ja, es könnte was geben. Aber natürlich, wir bewegen uns hier im absoluten Spekulationsbereich. Von daher das Ganze natürlich noch unsicher. Aber solche Karten hatten wir jetzt ja schon seit einigen Wochen nicht mehr. Was wir erkennen, ist nach Westen, noch Nordwesten hin, hier die Wahrscheinlichkeit, dass da mal Schnee mit dabei ist, insgesamt am geringsten. Das heißt, wir sind hier nah am Hoch dran. Das heißt, auch hier natürlich immer so diese Atlantik-Komponente ein Thema. Aber ansonsten durchaus mal die Möglichkeit, dass es vielleicht weiß werden könnte, gerade in den Mittelgebirgen vielleicht auch sogar nennenswerte größere Schneefälle, aber alles weitere werden wir dann in den nächsten Tagen im neuen Jahr 2024 verfolgen. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, euch einen guten Rutsch zu wünschen. Kommt gut rein auf ein spannendes Wetterjahr 2024 und das uns hoffentlich sonst weltweit ein bisschen bessere Nachrichten erreichen als im Jahr 2023. Macht's gut, alles Gute, bis dahin, ciao.